Liebe Stadelfreunde, grüß Gott, servus miteinander. Wieder mal möchte ich Ihnen unter dem Motto das Beste aus dem Musikantenstadel Schmankerl vergangener Sendungen präsentieren. Beiträge, Interpreten, Musikgruppen, auf die Sie ganz besonders positiv reagiert haben. Aus diesem Grund bin ich auch aus dem trockenen Fernsehstudio hinausgezogen, um Ihnen auch unsere österreichische Landschaft zu präsentieren. Ich glaube, das wird dadurch ein bisschen geschmackiger. Und so sind wir hier in Lienz in Osttirol gelandet. Hier möchte ich Ihnen aber nicht nur die Stadt zeigen, sondern wir wollen auch ein paar Ausflüge unternehmen. Und wenn es der Wettergott erlaubt, möchte ich Sie auch auf den höchsten Berg Österreichs führen, auf den Großglockner. Nun, ich habe das Ganze wie immer mit dem Gespür für das Schöne zusammengestellt, so meine ich zumindest, aber ich habe auch einen Schuss Liebe dazu gegeben. Denn seien wir uns doch ehrlich, meine Herren, meine Damen, ein bisschen Liebe gehört doch überall heutzutage dazu. Oder glaubst du nicht auch? Wohin wir heute sehen, ob Presse oder Film, den Menschen zieht es immer zu anderen Menschen hin. Denn Knöpfe und Computer ersetzen kein Gefühl. Ein bisschen Kuschelmuschel ist doch das, was jeder will. Ein kleines Glück so dann und wann bringt manchmal doch so viel. Ein bisschen Liebe kann nicht schaden, sie kann nicht schaden. Ein jeder möchte es warm ums Herz. Es bringt den Kreislauf in Schwung und es hält immer jung, wenn man küsst. Ein bisschen Liebe kann nicht schaden, sie kann nicht schaden, ob im Bikini oder nett. Was nützt ein Haufen von Geld, wenn man auf dieser Welt einsam ist? Oh Madel, mein Madel, rück ein bisschen, bisschen, bisschen zu mir her. Oh Madel, mein Madel, was fürs Herz zu finden ist noch gar nicht schwer. Der Säugling in der Wiege sehnt sich nach Mutters Brust. Der Papa und der Punker stehen auch auf einen Kuss. Der Opa streichelt Oma dort im Seniorenheim. Der Schäfer lädt die Schäferin zum Schäferstündchen ein. Und ich, das gebe ich offen zu, bin auch nicht gern allein. Ein bisschen Liebe kann nicht schaden, sie kann nicht schaden. Ein jeder möchte es warm ums Herz. Es bringt den Kreislauf in Schwung und es hält immer jung, wenn man küsst. Ein bisschen Liebe kann nicht schaden, sie kann nicht schaden, ob im Bikini oder Netz. Was nützt ein Haufen von Geld, wenn man auf dieser Welt einsam ist? Ein bisschen Liebe kann nicht schaden, sie kann nicht schaden, ein jeder möchte es warm. Es bringt den Kreislauf in Schwung und es hält immer jung, wenn man küsst.
schaden, sie kann mich schaden, ob im Bikini oder nett. Was nützt ein Haufen von Geld, wenn man auf dieser Welt einsam ist? Oh Mädel, mein Mädel, rück ein bisschen, bisschen, bisschen zu mir her. Oh Mädel, mein Mädel, was fürs Herz zu finden ist doch gar nicht schwer. Ja, liebe Freunde, und damit wissen wir es jetzt ganz genau. Ein bisschen Liebe kann nicht schaden. Naja, aber ich kenne da auch eine alte Weisheit, die lautet, allzu viel ist ungesund. Stimmt's? Ja. Mein Lieber, also lassen wir das jetzt mit der Liebe. Lassen wir jetzt unsere Stadelmusikanten aufspielen. Und die kommen vom Süden, die kommen vom Norden. Sie machen es mit Musik, mit launigen Worten. Es freut sich der Osten genauso der Westen, wenn's aufspülen bei uns im Stadel, denn da klingt's am besten. Glauben Sie was. Wir kommen von den Bergen, wir kommen vom Alpenland. Super Musik, sie bringt uns Freude und Träume von mir.
sie bringt uns Freunden und Träumen und Glück. Und so ist uns die Musik Schlüssel zum Glück. Maria heult, so hab ich gesagt, du weißt, wie's weitergeht. Patrona Bavaria, hoch über Sternenzelt, breite deinen Mantel aus, weit über unser Land. Und wenn
Jenny mal Sorgen hat und mir die Hoffnung fehlt, Patrona Bavaria, nimm mich an deiner Hand. Am Vor Mois, Mann des Born, mir war so warm ums Herz. Meine Angst ist so schnell verflogen, so wie der Schnee im März. Drum leid, wenn's ihr mal Sorgen habt, verliert's nicht gleich den Mut. Schickt eure Sorgen zum Himmel auf, denn dann wird alles gut. Patrona Bavaria, hoch übern Sternen zelt, breite deinen Mantel aus, weit über unser Land. Und wenn ich mal Sorgen hab und mir die Hoffnung fehlt, Patrona Bavaria, nimm mich an deiner Hand. Patrona Bavaria, führ mich durch unser Land, führ mich durch unser Land. Liebe Freunde zu Hause, ich hoffe, Sie haben an unseren Stadlreprisen genauso viel Spaß wie wir zwei hier beim Wandern durch diese wunderschöne Gegend. Wir zwei, das ist meine neue kleine Freundin, die Erika. Gell? Wir zwei haben inzwischen Lienz in Osttirol verlassen, sind durch das Kärntner Mölltal gefahren Richtung Großglockner, da möchte ich Sie ja hinführen. Wir sind jetzt ungefähr 10 Kilometer vor Heiligenblut im Schloss Großkirchheim und da möchte ich Ihnen diese wunderschöne Gegend hier einmal ein bisschen zeigen. Musikalisch begleiten uns dabei zwei liebe Dirndln aus Osttirol, die Andrea und die Edith,
Und sie machen das mit der Tiroler Harfe. Und wir zwei, die Erika und ich, wir wünschen dazu gute Unterhaltung. Ja, ciao, Erika. Was sagen Sie, liebe Zuschauer, ist das ein Anblick? Ich habe also mein Versprechen eingelöst und habe Sie heraufgeführt zum höchsten Berg Österreichs, zum 3.798 Meter hohen Großglockner. Naja, und ich habe mir da eine illustre Gesprächsrunde zusammengeholt. Die können uns alle ein bisschen was über diesen Berg erzählen. Einmal die Frau Wollner, genannt die Wollner-Mutter, 89 Jahre jung. Und eigentlich
ja, den Großteil ihres Lebens hat sie hier verbracht, am Glockner, dann den Hannes, einen gestandenen Bergbauern aus dieser Gegend, und am Bergführer, der viel Schönes, aber auch viel weniger Schönes erlebt hat, da oben. Frau Wöllner, wenn man so wie Sie immer auf diesem Berg war, ich glaube, da hat man viel erlebt und da kann man viel erzählen. Sie haben ja den Bau der Glocknerstraße, der Traumstraße der Alpen, wie man sagt, eigentlich hautnah miterlebt. Vom Anfang bis zum Ende. Es ist ja die höchste Alpenstraße überhaupt, die Österreich hat. Gell? Ist sie, ja. Mhm. Ja, und die schönste. Und die schönste. Und der Hofrat Wallack, der war ja der Erbauer dieser Prachtstraße. Wenn ich auch sagen darf, der hat 1924 hat er in Zell am See, sind sie alle zusammengekommen, die, was da was mitzureden haben, und hat er in Auftrag gekriegt, die Straße zu trassieren. Mhm. Dann hat er angefangen und hat auch im Winter ist er oft drüber gegangen, dass er sieht, wo eine Lawine übergeht. Mhm. Gell? Und am 30. August 1930 ist in Heiligen Blut der erste Spatenstich gemacht war und im Verleiten der erste Schuss. Dann haben sie angefangen, die Baracken anfangen aufzustellen und 31 ist noch mit dem Bau losgegangen. Da waren ja so 3000 Arbeiter, beider Seiten. Und meiner Mutter, Sie haben die Kantine gehabt und ja. Ich glaube, mit den Arbeitern damals, das war nicht gerade das leichteste Leben, gell? Ja. Da war ich noch jung, da ist es wohl gegangen. Wohl, haben wir sie durchgesetzt? Ja, habe ich müssen. Sonst hätte ich nichts zusammengebracht. Ja, ja. Ja. Die Planung dieser Straße, die war ja sehr kompliziert und im Prinzip ist ja auch alles gut gegangen, aber ein paar Hopperlas hat es eigentlich schon gegeben, gell? Ja. Soll ich dir erzählen? Auf erzähl's. Die Durchbruchfeier? Ja. Ja, die war ganz nett. Das war am 15. November 1933, da ist am Hochtor der Tunnel die Durchbruchfeier gewesen. Da ist die Musik gekommen, der Männer Gesangsverein ist gekommen, der Pfarrer hat am Mess gelesen, mitten im Tunnel. Und dann ist zum Essen gegangen gewesen, haben sie Essen gekriegt, die Arbeiter. Und da haben sie zwei Bilder gehabt, weißt? Ein Bild, wo schön der Tunnel durch offen ist, gell? Ein Bild war, wo sind sie von Norden unterhalb hergekommen, von Süden drüber. Und unter dem Bild stand und sie konnten nicht zueinander kommen. Aber im Endeffekt hat da alles dann geklappt. Gell? Das war nur, was könnte passieren, ja. Wenn die Planung nicht funktioniert. Hannes, Bergbauernleben ist schwer. Wie schaut denn bei dir so der Tagesablauf aus? Ja, pass auf, das ist ja so. Aufstehen, sage ich, tue, je nach Witterung, wenn es recht gnädig ist, nachher, muss ich schon in der Früh um 4 Uhr auf und dann geht es den ganzen Tag rund und auf die Nacht wird es oft 9, 10. Also, aber dafür geht es nachher im Winter ein bisschen ruhiger runter. Ja, also leicht hat es ein Bergbauer ja überhaupt nicht, aber sagen wir, spezieller Bergbauer dahin im Glocknergebiet, ist es überhaupt rentabel? Nein, von der Rentabilität brauchen wir Bergbauern da in Heiligenblut nicht reden. Aber wir bleiben eben aus Liebe zur Heimat und aus Treue zur Scholle. Viele Bergbauern haben aufgegeben, weil einfach der Beruf des Bauern zu hart geworden ist. Wie schaut denn das bei dir aus? Glaubst du, lebt dein Bauernhof weiter? Die Sorge brauchst du nicht haben. Ich habe zwar 5 Dirndlern und ich habe halber gesagt, wenn die Leute gefragt haben, du hast Leute Dirndlern. Und ich gesagt, die Buben, die kommen die 20 Jahre und jetzt ist schon so weit. Also, der Bauernstand bei dir geht auf jeden Fall weiter. Ja, da fällt dir nichts. Das ist schön. Kannst beruhigt sein. Das ist schön, Hannes. Sepp, du bist jetzt rund 40 Jahre Bergführer, warst, glaube ich, 250 Mal am Glockner. Sag mal, was hat dieser Berg für dich für eine Faszination? Ja, der Berg ist einfach ein schöner Berg und ein seltener Berg in seinem Massiv und das Bergerlebnis, was man da feststellt, ist einfach nicht irgendwo anders zu erleben. Der Glockner oder überhaupt der Berg hat viele, viele Schönheiten, aber auch Gefahren. Es ist so, dass die Leute den Berg manchmal unterschätzen. Und zwar
in der Ausrüstung. Und daher kommen manche halt wieder einmal zu kurz, da das Wetter nicht so lange aushält, wie sie es gern haben wollen, um die Tour zu beenden. Sag mal, und wie gefällt dir der Berg besser, im Sommer oder im Winter? Der Berg ist im Sommer und im Winter ein schöner Berg und er ist alleweil der Ruhepunkt in den Bergen. Also ein Urlaub in den Bergen ist genau das, was der Städter braucht, ne? Jawohl. Und vor allen Dingen erlebt er ein Bergerlebnis, das er in der Stadt nicht haben kann. Das glaube ich. Naja, liebe Freunde, und Urlaub ist jetzt auch für uns das Stichwort. Wir wollen eine musikalische Urlaubsreise machen, gemeinsam mit vielen bekannten Interpreten. Und wenn Sie Lust haben, fahren Sie mit. Urlaub, und dazu wünschen wir viel Vergnügen. Yo. Urlaub, mach mal Urlaub. Komm, wir packen unsere sieben Sachen und wir machen Urlaub, endlich Urlaub. Denn nach all dem Regen wollen wir endlich Sonne sehen, Sonne sehen, Sonne sehen. Blauer Himmel, weiße Wolken, schwarze Augen, roter Wein. Bella Italia! Immer wieder klingen Lieder durch die Nacht in Mondenschein. Bella Italia, beim Chianti geht's avanti, da bleibt keiner lang allein. Bella Italia, Mandolinen klingen leise von Amore wunderbar. Darum geht die nächste Reise nur nach Bella Italia. Schönste der Welt, mein ganzes Herz zu dir hält. Slowenia, mein Heimatland, ich grüß dich. All meine Liebe gibt's dir, gibt's dir allein. Dabei ist so wie das Blut der Meere, komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen, griechischer Wein und die altvertrauten Lieder, schenk noch mal ein. Denn ich fühl die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Werd ich immer nur ein Fremder sein und allein. La 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 la. Im Orient gibt's ein Lokal, das Café Oriental. Jeder Scheich war schon einmal im Café Oriental. Das Lokal ist ein Magnet, dort gibt's Frauen ohne Zahl. Und wer sowas will, der geht ins Café Oriental. Thank you.
ganze Sommer der Liebe da, denn die Rosen erblühen in jedem Jahr für ein glücklich liebendes Paar. Denn die Rosen erblühen in Malaga, sag ich dir unter nächtigen Sternen, ja, mit den leuchtenden Rosen, da schmückt das Haar. Jedes Glück ist sie fliebende Paar. Seinen besonderen Reiz. In der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Bye.
Mit unserer musikalischen Urlaubsreise sind wir inzwischen in Heiligenblut am Großglockner gelandet. Und Herr Bürgermeister Pichler, das hinter uns, das ist normal das Postkartenmotiv von Heiligenblut, aber heute hat uns einmal das Wetter ein bisschen einen Streich gespielt. Aber das ist in den Alpen, glaube ich, ja auch natürlich. Ja, Herr Malk, es gibt sonnige Tage im Leben und es gibt auch Tage mit Regen. Und heute haben wir einen Regentag erwischt. Aber ich glaube, es ist trotzdem schön bei uns und das gefällt Ihnen bei uns. Das gefällt mir auf jeden Fall. Noch dazu, wo Heiligenblut ja im Herzen des Naturparks oder des Nationalparks Hohe Tauern liegt. Sagen Sie mal, was ist das eigentlich, ein Nationalpark, und wie wichtig ist er für Heiligenblut und für die Region überhaupt? Wir liegen mitten im Nationalpark. Er ist unheimlich wichtig für uns, weil wir haben die Aufgabe, diese wunderschöne Gebirgslandschaft für alle Generationen, zukünftige Generationen in dieser Schönheit zu erhalten. Dazu gehört auch eine gute Baugesinnung. Wir wollen schöne Anlagen bauen in unserem Dörfel, schöne Häuser bauen, sodass unser Dorf heute, aber auch in 20, 30 Jahren noch ein Besuch wert ist. Ja, und ich muss dazu sagen, liebe Zuschauer, es eine Herzlichkeit schlägt einem hier entgegen. Wo man hinschaut, es ist sauber, es ist gemütlich. So richtig, wie es für Österreich und wie es für diese Region einfach sein soll. Sagen Sie mal, Herr Bürgermeister, Heiligenblut, ist da die Sommersaison oder die Wintersaison stärker? Wie schaut es da aus? Wir haben eine sehr gute Sommersaison. Der Gast kommt vom Norden über die Großglockner Hochalpenstraße in unser Dorf. Diese Straße ist eine der schönsten Alpenstraßen Europas oder überhaupt der Welt. Mhm. Und wir haben den Gast allerhand zu bieten im Sommer. Herrliche, hochgelegene Gebirgstäler mit Wasserfällen. Der nächste Wasserfall ist 8 Minuten von unserem Dorf weg. Also ein Genuss, diesen zu besuchen und diesen anzuschauen. Aber wir haben eine gute Wintersaison. Wir liegen ja relativ hoch. Wir liegen in einem schneesicheren Gebiet. Und unsere Abfahrtsmöglichkeiten sind von knapp 3000 Meter Seehöhe bis 1300. Also allerhand für einen guten Skifahrer. Mhm. Also, Herr Bürgermeister, liebe Zuschauer, wenn der Vico Toriani wohin kommt, dann sagt er, grüezi, miteinander. Herr Bürgermeister, wie begrüßt der Bürgermeister von Heiligenblut seine Gäste? Servus, grüß euch Gott beieinander. Grüezi miteinander, grüß Gott oder grüß dich und Servus. Grüezi miteinander, Allegra Salü und Salute. Grüezi miteinander, willkommen und einfach Hello. Grüezi alle miteinander, grüß euch Gott im Schattenland, überall, wo man Musik und Spaß genießt. Wo man singt und wo man lacht, wo das Leben Freude macht, gute Freunde überall, seid mir gegrüßt. Bist du ein Sauerkopf, kauf dir einen neuen Kopf, denn wer nicht lachen kann, ist übel dran, ein armer Tropf. Du hast dein Glück verpasst, wenn du nicht Freunde hast, drum schau dich um und sage zu allen rings um dich rum. Grüezi miteinander, grüß Gott oder grüß dich und Servus. Grüezi miteinander, Allegra, Salü und Salute. Grüezi miteinander, willkommen und einfach Hello. Grüezi alle miteinander, grüß euch Gott in Stadt und Land, überall wo man Musik und Spaß genießt. Wo man singt und wo man lacht, wo das Leben Freude macht, gute Freunde überall, seid mir gegrüßt. Bleib doch nicht so allein, das muss doch gar nicht sein. Sing nur ein Lied und schon beim ersten Ton stimmt jeder ein. Stell dir bloß einmal vor, die ganze Welt im Chor. Herzlich willkommen in jeder Sprache, in jedem Land. Grüezi miteinander,
grüß Gott oder grüß dich und Servus. Grüezi miteinander. Allegra, salut und salute. Grüezi miteinander. Willkommen und einfach hello. Grüezi alle miteinander. Grüßt euch Gott in Stadt und Land. Und Spaß genießt, wo man singt und wo man lacht, wo das Leben Freude macht, gute Freunde überall, seid bitte grüßt. Thank you.
neue, lusch neue, flieg neue, dann bist du auch kein Saugori, ins alle die Klitze. Thank you.
Ja, liebe Freunde, das ist einer der vielen wunderschönen Wasserfälle, die es hier rund um Heiligenblut gibt. Und das ist der sogenannte Jungfernsprung. Und da sagt die Geschichte, die Mär, die Sage, dass ein junges Mädchen, eine Sennerin, lieber rein und jungfräulich geblieben ist, als sich da mit einem Jäger einzulassen. Und als sie der Jäger immer mehr bedrängt hat, stellen Sie sich vor, da ist sie von da oben heruntergesprungen und es ist ihr überhaupt nichts passiert. Das sagt die Sage. Also Ende gut, alles gut. Und ich meine, zu einem glücklichen Ende, da gehören auch Blumen aus dieser Gegend und die wollen wir zusammenmischen mit Blumen aus dem Musikantenstadel. Und diesen Strauß überreichen Ihnen Fred Bertelmann, die kleine Manuela und der Franzi, Wolfgang Lindner mit seinem Orchester und seinem Chor, Neuer und ich. Meine Damen, meine Herren, Blumen für Sie zu Hause. Mit einem bunten Blumenstrauß, da sieht die Welt ganz anders aus. Ich schenk die Blumen dir von Herzen. Du wirst diesen Gruß verstehen. Mit deinem bunten Blumenstrauß, da tritt die Liebe in dein Haus. Ich weiß, ich kann dann durch die Blumen tief in deine Augen sehen. Rosen aus Athen sagen dir Unrecht bald wieder, sagen wir auf Wiedersehen. Weiße Rosen aus Athen, weiße Rosen blühen an Bord. Weiten, weiten Ferne blühen für dich allein so schön. Weiße Rosen aus Athen. Wenn der Frühling kommt, dann schick ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn der Frühling kommt, dann pflück ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn ich wieder komm, dann bring ich dir Tulpen aus Amsterdam. Tausend rote, tausend gelbe, alle wünschen dir dasselbe. Was mein Mund nicht sagen kann, sagen Tulpen aus Amsterdam, sagen Tulpen aus Amsterdam. Schenk deiner Frau doch hin und wieder rote Rosen, bring ihr Blumen, die ihr Herz erfreut. Schenk, wer gerne an sie denkt. Drum schenk deiner Frau doch hin und wieder einen Strauß. Denn mit den Blumen bringst du dir das Glück ins Haus. Blüte im Garten,
rote Rosen, rote Lippen, rote Wein laden uns ein, laden uns ein. Doch wenn die Sterne stehen, ist Italien doppelt schön. Wenn die Nacht herniederfällt, vergisst man die Welt. Denn wenn die Sonne singt und das Lied der Lieder klingt, ist schon bald die große Macht der Liebe erwacht. Wenn der weiße Flieder wieder blüht, sing ich dir mein schönstes Liebeslied. Immer, immer wieder knie ich vor dir nieder, trink mit dir den Duft von weißen Flieder. Wenn der weiße Flieder wieder blüht, küss ich deine roten Lippen müd. Wie im Land der Märchen, wenn wir am Märchen, wenn der weiße Flieder wieder blüht. So, ich hoffe, unser bunter Blumenstrauß ist wohlbehalten bei Ihnen angekommen. Naja, ich bin inzwischen ein bisschen weitergewandert hier auf eine wunderbare Alm. Und zwar deswegen, weil ich mich ein bisschen erholen wollte, denn jetzt machen wir einen ganz, ganz großen Sprung. Wir waren schließlich die Ersten mit unserem Musikantenstadl, die eine große Grenze überschritten haben, und zwar mit unserem Musikantenstadl in Moskau. Erleben Sie jetzt noch einmal ein paar Impressionen, wie gesagt, von unserem Stadl in Moskau. Thank you.
mit dem Walzer an der schönen blauen Donau. Wunderbar getanzt von unseren sowjetischen Freunden, dem Ensemble Tscharovnitsy, sind wir praktisch wieder in der Heimat gelandet. Also, liebe Zuschauer, wenn es Ihnen zu Hause genauso viel Spaß bereitet hat wie mir hier, diese Wanderung durchs Osttiroler Land, durchs Kärntnerland, der Besuch des Großglockners, Heiligen Blut und so weiter, und dieses kleine Durchbummeln durch vergangene Stadelsendungen. Also wenn es Ihnen genauso viel Spaß bereitet hat, dann würde ich mich so richtig freuen. Wir beschließen unsere kleine Wanderung mit dem Finale aus dem 50. Stadel von Linz. Und ich sage wieder mal ganz herzlich Servus für Gott. Wiederschauen beim nächsten Mal, dann nämlich, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen in Ihrem, in unserem Musikantenstadel. Servus. Jo so jung und so frisch, kann man immer sein. Jo, das kann's mir gern, jo, das kann's mir gern. Drum lock heute ein bisschen, gell, bist du schau, was das für ein Gaudi ist. Jo so jung und so frisch, kann man immer sein. Jo, das kann's mir gern, jo, das kann's mir gern. Drum lock heute ein bisschen, gell, bist du schau, was das für ein Gaudi ist. Lasten, warum ist denn Lasten? Die Burma alt zusammen. Lasten, warum ist denn Lasten? Bei jeder ist uns grau wie dran. Lasten, warum ist denn Lasten? Bin ich richtig gut zusammen? Lasten, warum an Lasten bleiben? Ab für heute dann und wann? Laspen, Wormann, Laspen, Bleimann, ab für heute dann und wann. Wieder vom Paradies ein Gold.
nie wieder. Das ist vielleicht nur Träumen allein. Das kann das Leben nur einmal geben. Vielleicht ist morgen schon vorbei. Das kann das Leben nur einmal geben. Denn jeder Frühling macht nur ein. Schöne Melodie, Ballerin und Ballera, gestern waren so viele da, aus dem Land der Fern und da, Ballerallala. Es ist so schön, ein Musikant zu sein, mit frohen Liedern ziehen wir durch die ganze Welt. Es ist so schön, ein Musikant zu sein, das freie Leben uns so sehr gefällt. Wenn Musik spielt auf ihren Saal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, ganz bestimmt, ganz bestimmt, ganz bestimmt das nächste Mal.